Hallo Pokémon-Freunde und fröhliche Weihnachten. Naja, oder wenn es bald soweit ist. Porygon Z, das packe ich heute für euch aus. Wir gucken mal, was drin ist. Kriege ich das hin? Man sieht ja eigentlich schon, was drin ist. Wir haben Porygon Z, wir haben die als Promokarte, als Oversize-Karte. Dann vier Booster, nämlich zweimal bunt der Gleichgesinnten. Einmal Echo des Donners und Stunde der Wächter. Kriege ich das irgendwie auf? Ich bin vorbereitet heute hier. Gesponsert von der Firma Krone Qualitätswerkzeuge. So, ganz sauberer Schnitt, aber jetzt fliegen hier die Fusseln. Schnee! Es schneit. Wunderbar. Sonst schneit es ja nie zu Weihnachten. Also zumindest nicht, seit ich denken kann. Doch, warte mal, früher, also als Kind, hat es in Berlin noch geschneit. Also da bin ich hier hinterm Haus mit dem Schlitten mit so einem kleinen Rodelberg runter. Porygon Z, naja, ihr kennt die bestimmt, ne? So. Ist so mäßig spielbar, ne? Also vielleicht mit einem Spaßdeck oder so, aber wenn man das so competitive irgendwie spielen will, glaube ich nicht. Dann kriegen wir die hier sauber rausgezogen. Okay. Braucht es jemand? Schreibt es mir in die Kommentare. Was macht ihr mit diesen Oversize-Promokarten? Ich versuche die zu verkaufen oder zu tauschen. Hier in dem Laden, wo ich ab und zu hingehe, da werden die auch verschenkt. Ja, da hat neulich einer gesagt, hier, Richie Ramlur, willst du haben? Ich so, nee, habe ich noch rumliegen. Aber irgendjemand anders hat sich dann dafür interessiert. Wir nehmen diese Reihenfolge. Stunde der Wächter zuerst mit einer Rainbow Capufala. Oder wie sie auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Capulele war der englische Name. Und Fala, glaube ich, ist deutsch. Okay. Ja, bin gespannt. Ansonsten habe ich in dem Set noch nicht gesammelt. Das ist vor meiner Zeit gewesen, auch wenn es eigentlich gar nicht so lange her ist. Aber da könnte es sein, dass ich ganz viele neue Karten dabei habe. So, wir machen immer Energie in die Ecken. Das ist so wie Feng Shui und dann fühlt man sich ganz wunderbar. Was haben wir denn hier? Ein Maschok, der hier so einen Stein hochhebt. Okay, eine Energieaufbereitung. Ja, Lamus. Fleckmann ist der Vorgänger, ne? Wie heißt er? Ja. Okay. Pam Pam. Knofenser. Erinnert mich immer an Pflanzen gegen Zombies, an die kleine Wurmball. Kanivana. Gefällt mir als Finsternis-Energie, Unlicht-Energie, gefällt mir die besser. Nagellotz. Der Wuffels in Reverse. Und ein Tektas Holorare, immerhin. Okay. Geht schon mal deutlich besser los als das letzte Mal. Also. Das heißt, das letzte Mal ist jetzt nicht unbedingt das letzte Video, was ich rausgebracht habe, aber das letzte Mal, als ich hier so eine Dinge aufgemacht habe, da war nämlich überhaupt nichts dabei. Also keine herausragenden Ultra Rares oder so, was man so gerne hat. Eine Energie, wie gesagt, in die Ecken, in die vier Ecken. Wie sagt man denn da? Da gibt es doch so einen Spruch, kommen wir jetzt nicht drauf, Scaraborn. Trainer-Coach, sehr nice. Also, ja, doch, habe ich in einigen Decks drin. Cresselia, Knilz, Bummels, Driftlan, Arqua, Chardrago, Dedenne, eine kleine Schießmaster, und ein Aerodactyl. Auch der ist schon doppelt, aber immerhin. Echo des Donners als nächstes. Petsniff, das ist so, wenn man so ein bisschen krank ist, hört sich das an. Ja, Energie da hinten. Sobiris, meine ich. Heißt der nicht Sobiris? Ist auch egal. Marikrek, noch eine Elektrokraft. Sehr gut. Noch eine, weil letztes Mal, wie gesagt. Hallo, da Dicta. Natu. Indivi. Chirisu, Bungus in Reverse und Incognito als Rare. Den darf ich mal extra packen, glaube ich. So, letztes Pack nochmal bunt der Gleichgesinnten. Es geht mit Pikachu los, das ist doch ein gutes Zeichen, glaube ich. Oh, habe ich den? War der noch im Bild? Nee, ne? So. Wusch. Oh, die falsche Ecke.
Jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Muss ich nachher mit einer Wünschelrute wieder ausbessern da in die andere. Kommando dann. Mantidea, Vesprit, Pikachu, Huthut, Surokex, Kamaup, Sapladin, Luminion und ein Stalos. Mäßig, ne? Ich weiß nicht, ob man in den Boxen so grundsätzlich sagen kann, ah, die sind schlecht oder sind die gut, kann man auch Glück haben. Ich glaube, man kann auch Glück haben, oder? Naja, das war's schon wieder. Pokémetropole. Discord-Link unten drin, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und so Leute treffen, tauschen, handeln, miteinander Spaß haben, blöd quatschen und so. Wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn ihr Spaß daran habt. Daumen hoch, abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.